Herzlich willkommen in der Schönfelder GmbH. Wir möchten heute unseren neuen Kessel vorstellen. Ein massiv gefertigter Kessel von der Firma Schönfelder. Leistungsbereich 75 bis 100 kW. Der Kessel ist massiv gebaut. Von der Aufstellung her, von der Konstruktion her ist es so konstruiert, damit wir den Kessel auch in einer Ecke stellen können. Das bedeutet, man kann den dort auf der Seite, wo die Türen gehangen ist, hier bündig an der Wand stellen und an der Rückseite auch bündig zur Wand stellen. Das heißt, ich habe nur zwei Seiten, die von der Bedienung sind. Vorn die Bedienung ist die Befüllklappe, die Ascheklappe, und an der Seite haben wir eigentlich dann die Reinigungstür. Wir haben hier unter der Abdeckung die Rücklaufanhebung für den Kessel, die Kesselsteuerung. Hier nochmal, wo die Unterlagen abgelegt werden. Und unten ist eine Abdeckung, wo wir Primär- und Sekundärluftklappensteuerung haben. Hinten ist das Gebläse sofort hier hinten angebaut. Das heißt, alles was Technik ist, ist auf dieser Seite. Damit haben wir eine Servicefreundlichkeit geschaffen, dass man sagt, okay, nur von einer Seite ran, wenn doch mal irgendwas sein sollte. Alles leicht zu erreichen, bequem zu erreichen. Es ist Platz dafür, an der Seite zu halten, dass wir die Reinigungsseite auch machen können. Und dann ist es schön gelöst. Der Kessel ist damit von der Konstruktion her auch so konstruiert, damit er nur eine kleine Aufstellfläche hat. Das ist wichtig, weil meistens auch die Heizräume nicht so groß sind. Wir haben eben eins gemacht, wir haben den Kessel in die Höhe gebaut, weil Höhe ist sowieso im Heizraum da. Und der Kessel ist für den Heizer gedacht, der einen lang brennenden Wall haben möchte. Das heißt, ein moderner Holzkessel sollte so geartet sein, damit eine Füllung, die ich in den Kessel einbringe, im Winter, wenn es knackig kalt ist, für den ganzen Tag reicht. Das bedeutet, ich muss im Winter bei minus 10, minus 15 Grad nur einmal an den Kessel rantreten, den voll machen, abbrennen lassen, reicht für den ganzen Tag. Wenn Übergangszeiten sind, 4, 5 plus Außentemperatur, dann reicht schon meistens eine Füllung für 2 bis 3 Tage, je nachdem, wie das Gebäude vom Wärmebedarf gestaltet ist. Gebaut ist der Kessel eigentlich nach dem Prinzip, so wie früher Maschinen gebaut worden sind, um 1900 herum. Diese Maschinen sind meistens so ausgelegt worden, damit sie ein ganzes Leben lang auch halten, massiv gebaut, man sieht es auch. Wer sich ein bisschen mit alten Maschinen beschäftigt, die stehen stellenweise heute noch, verrichten ihre Dienste. Man sieht es zum Beispiel an Dampfmaschinen oder auch an Raddampfer und dergleichen. Wenn die eine gewisse Pflege haben, haben die schon eine lange Betriebszeit. Das haben wir hier aufgegriffen bei der Kesselfertigung. Das heißt, wir wollen nicht, wie es eigentlich auf dem Markt üblich ist, ein Produkt auf den Markt werfen, das nach 10, 15, 20 Jahren schon wieder ersetzt werden muss. Nein, diese Konstruktion ist eigentlich so gemacht worden, damit sie für den Betreiber ein Leben lang hält. Das erfordert natürlich bestimmte Konstruktionsmaßnahmen. Einfach zu nennen, der Wärmetauscher ist hinten bei uns aus 10 mm Stahlplatten gebaut und hat Röhren, die aus dem Kesselbau stammen. Die sind mit 8 mm Dampfkesselstahl gebaut worden. Und der ganze Füllschacht im Kessel ist aus 20 mm Stahlblech gebaut worden. Das heißt also, für eine lange Lebensdauer. Das war für uns wichtig, dass man sagen kann, okay, man nimmt einmal Geld in der Hand für ein Leben lang. Dann ist es wichtig auch gewesen, für die Konstruktion hergesehen, dass man viele Brennstoffe einsetzen kann. Also nicht nur das gute Scheitholz, sondern auch minderwertiges Holz, was viel eigentlich anfällt. Wenn man sieht, dass man bei der Forstwirtschaft aus einem Baum, wenn man den nutzt, 60% ungefähr Nutzholz ist. Das ist Schnittholz, Balkenholz und dergleichen, was Tischlereien, Zimmereien brauchen. Die restlichen Sachen, alles was Rinde ist, Äste, Sägemehl, was entsteht bei der Produktion, das sind Reste, die verarbeitet werden. Daraus kann man Hackschüssel machen. Daraus wird auch aus der Pelletindustrie Pellets gefertigt. Und alles das, was übrig ist, kann natürlich auch in diesen Kessel verfeuert werden. Außerdem, sagen wir, haben wir den Kessel so gestaltet, dass man auch
Abrissholz, was naturbelassen ist, was man nutzen kann, wo man sagt, okay, das muss man jetzt nicht unbedingt entsorgen. Wie zum Beispiel hier eine alte Tür, eine alte massive Tür von einer Tor, wo zum Beispiel auch Stahlteile dran sind. Ja? So wie das hier steht, das ganze Stück kann ich im Ganzen eigentlich reinschmeißen. Die Stahlteile lasse ich dran, die nehme ich beim nächsten Mal wieder raus, wenn der Kessel durchgebrannt ist. Und damit habe ich natürlich auch einen Brennstoff, der relativ günstig ist. Umsonst ist vielleicht, das ist wichtig. Und dann ist der Kessel noch gebaut für holzverarbeitende Betriebe, also diejenigen, die einen Holzbetrieb haben, für die Reststoffe, die dort anfallen. Klassisch, Tischlerei, alles was an Reststücken da ist, was bei der Produktion übrig ist, kann verwendet werden. Natürlich dann auch, was übrig ist oder dann eben eventuell weg muss. Das sind dann auch Spanplatten, die übrig sind, die man mit verwenden kann, die auch eine Beschichtung haben. Das ist Klasse 6 und 7. Das lässt der Gesetzgeber zu, dass ich die eben in einen holzverarbeitenden Betrieb einsetzen darf, nicht im privaten Bereich. Der Kessel ist außerdem gebaut in der Form her. Er hat eine riesengroße Fülltür. Diese Fülltür ist eben deswegen so groß gestaltet, damit ich eben auch die Güter schön einbringen kann. Das heißt, wenn ich so eine große Teile habe und habe eine kleine Fülltür nur dran, dann kriege ich die eben nicht in den Kessel rein. Deswegen ist die Fülltür eben groß gebaut, massiv gebaut, wie man hier sieht. Die Dicke der Fülltür, das ist einfach massiv gebaut für eine lange Lebensdauer. Und von der Abdichtung her haben wir nicht nur eine Dichtung drin, wie normale Kessel. Wir haben also drei Dichtungen drin, eine hier und zwei in der Tür. Nochmal eine hier in der Tür und eine umlaufende Dichtung, nochmal eine weiche Dichtung, die dann noch einmal den letzten Rest, wenn was sein sollte, wirklich hundertprozentig abdichtet. Die Tür ist deswegen auch so groß gebaut, damit wir, und der Füllschacht ist auch so groß gebaut, damit wir auch natürlich Meterholz einbringen können. Und natürlich auch, wie man hier sieht, zum Beispiel, das ist für welche auch wichtig, dass man eventuell eine Euro-Ballette, die übrig ist, die kaputt ist, oder andere Balletten einbringen kann, ohne diese zu zerteilen. Die Ballettengröße ist so, wenn man jetzt die Tür so öffnet und jetzt bündig stellen will mit dieser Seite, bekommt man eine Euro-Ballette rein. Euro-Ballette ist von der Größe her 80 x 1,20 m. Möchte man größere Paletten feuern, dann muss hier ein Abstand zur Wand sein von 40 cm. Damit kann ich die Tür bis hierher aufmachen, bis zum Anschlag. Und dann passt auch eine Euro-Ballette rein, die 1,20 m x 1 m ist. Also ein riesengroßer Füllschacht. So, jetzt wird man einfach mal den Kessel befüllen. Von den Verschlüssen her ist noch mal zu sagen, die Verschlüsse sind massiv gefertigt. Das sind also 27 mm Spindeln, die dann über einen langen Hebel eben die Tür hundertprozentig auch verschließen. Die Tür kann auch nicht auffahren, weil die irgendwelche Verschlüsse hat, was ich lösen kann, eine Schraube lösen und dergleichen. Das ist alles massiv gefertigt, so dass eben die Bedienung leicht zu handhaben ist. Wenn Sie die Tür öffnen, wir würden jetzt einfach mal eins machen, wir würden mal den Kessel befüllen, damit man auch mal sieht, was so ein bisschen in den Kessel reinpasst, bis zu einer gewissen Größe und was an Materialien so ein bisschen gängige Materialien sind, die man eben nehmen kann. Prinzipiell ist es so, wenn man die Tür öffnet, dann startet auch das Gebläse in die höchsten Drehzahlen und damit kann ich natürlich dann auch den Kessel staubfrei befüllen. Wir haben noch ein zweites Video, was wir gemacht haben. Das zeigt die Reinigung des Kessels. Das wollen wir aufgreifen. Man kann vielleicht jetzt noch mal reinschauen. Das ist das eigentlich, wenn man den Kessel gereinigt hat, den Rost unten zusammengekehrt hat. Das waren die Reststücke, die übrig waren. Die haben wir jetzt einfach hier in der Mitte ein bisschen hereingekehrt, dass die in der Mitte liegen. Wichtig ist, dass die Roste die Löcher auf sind, weil die Primärluft von unten durch die Roste durchströmen kann und die Asche nach unten durchfallen kann. Flamme wird prinzipiell nach hinten weggezogen in den Brennraum rein und wird das vollständig ausgebrannt.
So, als Anbrennmaterial muss immer kleines Holz genommen werden. Je nachdem, was verfügbar ist, wir haben hier bei uns mal ein paar Stücke. 30 cm Holz. Das sollte jetzt auch nicht größer sein wie das, eventuell ein bisschen kleiner. Das lege ich einfach hier ein. Das wäre jetzt die erste Schicht, die wir reingeben. Es wird also links und rechts Holz reingelegt. In der Mitte wird immer ein Kanal gelassen. Das ist der Anzündkanal, damit die Flamme, wenn man vorne anzündet, schnell hinten den Durchbrand erreicht und schnell in die Brennkammer schlagen kann. Danach nehme ich etwas Feueranzünder und lege das in den Anbrennkanal rein. Danach kommt dann schon das Meterscheitholz, klein aufgespalten. Die erste Lage soll immer klein sein, und klein aufgespalten sein. Diese Scheide anzünden geht eben schlecht. Wer früher schon Feuer gemacht hat, weiß, dass das kleine Material immer das Material, was oben drüber liegt, eigentlich anzünden soll. Und dementsprechend sagen wir auch, dass der Kessel schneller auf Temperatur kommt. Einfach auf diesem Material eine Lage kleines Holz abgeben. So, so sieht das aus. Eine Lage kleines Holz drauf. Danach kann schön steigeres Holz aufgelegt werden, Meterscheide oder auch, wenn eventuell, man sieht das hier, die Meterscheide, was Fichtenholz ist, ist relativ leicht, nicht zu schwer. Wenn man Buchenholz hat, sind die Schichten schon etwas schwerer. Deswegen, wenn Frauen heizen, können sich die Frauen entscheiden, ob sie jetzt Meterholz nehmen. Eine Lage Meterholz eben drauf. Oh, dann sieht es da drin so aus. Oder die Frauen nehmen eben Altmeterholz. Das ist jetzt hier Buche, das ist schon etwas schwerer. Wenn die Frauen sagen, okay, von Umgang her nehme ich lieber das Altmeterholz, dann legen sie eben das Altmeterholz ein. Der Kessel ist dann so gebaut worden, damit das Altmeterholz quer reinpasst. Für alle beide Holzarten, je nachdem, was eben da ist. Mit der Kessel eben bestückt. So, das sieht dann so aus. Wichtig ist, dass immer die unterste Lage kleines Material, die zweite Lage kleines Material und eine Lage dann größeres Material, Halbmeter oder Meterholz genommen wird. Das ist die Grundlage, die immer rein muss,
Das braucht der Kessel immer, egal was vom Material dann oben drauf kommt. Dann spielt es keine Rolle, was dann vom Material verwendet wird. Von uns gern Hackschnitzel fahren möchte, kann natürlich auch Hackschnitzel nehmen. Wir empfehlen immer die Hackschnitzel, je nachdem wie groß die Größe ist von den Hackschnitzeln, bis unter 5 cm, was unter 5 cm ist, muss immer gemischt werden. Das heißt, kleine Hackschnitzel immer mal mit ein Stück Holz dazwischen drin. Über 5 cm stückiges Material kann im Ganzen reingegeben werden. Die Öffnung ist dementsprechend auch groß gestaltet. Wie man jetzt die Hackschnitzel reinbringt, hier in der Lade. Wir empfehlen immer, wenn man jetzt die Abmaße mal sieht, eine halbe Füllung reinzugeben. Die kann man dann verteilen. Das ist jetzt schon das kleinere Material, was immer gemischt gefeuert werden soll. Und dann gibt man einfach zwei Stück Schaltholz rein und dann füllt man das wieder auf. So kann man lagenweise den Kessel bequem bis hierher befüllen. Wer den Kessel mit mehr Hackschnitzeln befüllen möchte, kann sich gern hier dann ein Brett reinbauen, was mit verfeuert wird und das weiter oben reingeben. Ansonsten kann der Kessel noch mit eben dem Material befüllt werden, was die Tischlereien eben verfeuern dürfen. Das wäre hier in dem Falle Spanplatte. Auch ein alter Schrank. Man sieht schon, die Teile sind relativ groß. Der Kessel ist von der Tiefe hier 58 cm, so dass ich auch eben große Stücken, die sehr groß sind, eben in den Kessel reinbringen kann. Spanplatten werden immer, die Teile auch, werden immer liegend eingebracht. Niemals das Material stellen, immer legen. Vorab zu sagen ist noch dazu, dass selbst bei diesem Brennmaterial der Kessel die Werte erfüllt, die der Gesetzgeber haben möchte. Kessel hat die niedrigsten Emissionswerte in seiner Klasse. Wer sehen will, wo die liegen, kann gern bei der BAFA, die eigentlich die Förderung für die Holzkette übernimmt, sich die Werte im Netz ansehen. Und hier kann eben der Kessel bis oben hin auch gefüllt werden. Das ist ja diese Werte, diese Kesselwerte, diese Emissionswerte sind natürlich auch wichtig, weil wenn der Betreiber sich einen Kessel bei uns kauft und sagt, ja, was ist denn jetzt in 20, was ist in 30 Jahren, wo werden diese Emissionen denn hingehen, was lässt der Gesetzgeber noch zu? Deswegen haben wir gesagt, der Kessel muss so tief wie möglich die Abgaswerte haben. Wir haben hier reinweg das, was der Gesetzgeber sagt, was der Kessel haben soll oder darf, maximal, haben wir maximal von diesem Wert 10%, was unser Kessel ausstößt. Das heißt,
Wir werden auch in der nächsten Generation oder in den nächsten Zeiten immer so weit unten sein, damit wir auch die Werte, auch wenn der Gesetzgeber die noch weiter runterschraubt, und das kann er ruhig bis auf ein Zehntel noch runterschrauben, dann erfüllen wir das immer noch. Das ist ja auch wichtig, dass man sagt, okay, Kessel ist langlebig, passt alles. So, jetzt gehen wir noch die paar Reste rein, die wir haben. Der Kessel fasst insgesamt 930 Liter. Das bedeutet, der Kessel kann mit einem Abbrand Gebäude, das sind 90 kW Nennwärmeleistung hat, im Winter bequem beheizen. Das kann er mit Buchen, Fichtenholz, je nachdem, die Art spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass das Holz trocken ist, unter 20% Restfeuchte. Befüllt werden dann eben dementsprechend bis oben hin. Bisher kann man bequem einbringen. Man kann natürlich dann auch auch den Kessel mit Holzbriketts bestücken. Wenn man den Kessel komplett mit diesen Holzbriketts füllt, dann hat der Kessel eine Brenndauer von ca. 20 Stunden und erzeugt eine Wärme von 2 Megawatt. Das ist dann das Optimale, was man bei dem Kessel haben kann. Wenn der in der Höhe gefüllt ist, dann kann die Restmenge noch reingegeben werden, entweder Schaltholz . Das Holz liegt auf dieser Seite an und liegt an den Stab an, dass es nicht auskommt. Oder auch für denjenigen, der wenig Arbeit haben möchte, kann natürlich auch Rollenholz verwendet werden. Auch hier sieht man schon, dass es etwas größer sein kann. In den oberen Lagen kann man Rollenholz verwenden, bis zu 20 cm im Durchmesser. Das spart natürlich wieder Arbeit. Natürlich muss das Holz auch trocken sein. Der Kessel kann also, wie gesagt, bis oben hin komplett gefüllt werden. Danach wird die Tür geschlossen. Und wir können zum Anzünden übergehen. Zum Anzünden kann man verschiedene Materialien nehmen.
Wir zünden immer in der Mitte an. Bläse ist hier etwas in der Drehzahl heruntergefahren, damit das Holz auch langsam anbrennen kann und die Flamme nicht gleich auszieht vom Anbrennen her. Das reicht schon. Dann schließen wir die Tür. Bis zum Anschlag, damit ist der Kessel befüllt. Der Kessel geht in die Startphase über und nun brennt der Kessel so lang, wie eben das Material, solange sich das Material drin befindet. Hier wird er jetzt ungefähr, das ist nicht ganz voll gewesen, ungefähr 10 Stunden brennen. Dann ist das Material durchgebrannt. Danach ist eigentlich das Gebäude warm. Man muss nicht mehr auflegen, man kann auflegen, wenn man das möchte. Jedoch immer erst den Kessel herunterfahren lassen. Normalerweise reicht eine Füllung aus am Tag oder alle 2 Tage. Das heißt, immer wenn ich an den Kessel rangehe und die Tür öffne, ist der Kessel kalt. Ich habe keine Belastung, keine Rauchbelastung, die mir entgegenkommen könnte und dergleichen. Ich kann eben sauber feuern. Das heißt, eine moderne Holzheizung. Lange Bedienintervalle, lange Lebensdauer, niedrigste Abgaswert. Das ist unser HAS 100. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wenn wir Interesse geweckt haben, fragen Sie uns einfach, wenn Sie Fragen haben, einfach anrufen in der Firma, wir beantworten alles. Recht vielen Dank und tschüss.